eine neue Runde gegen irgendwelche Kacknoobs. Und wie ich eigentlich in der letzten Folge schon gesagt habe, spiele ich diesmal Ari. Ich wollte die mal ausprobieren. Ich bin natürlich auch noch dabei, aber wie gesagt, Tobi spielt jetzt. Genau, und in dieser Folge habe ich mal überlegt, schneiden wir ein Thema an. Und zwar Infos zur neuen Xbox One und zur PlayStation 4. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ein bisschen parteiisch für die PlayStation, weil ich spiele, seit ich 4 Jahre alt bin, PlayStation. Und war noch nie ein Freund von der Xbox. Zumal die jetzt mittlerweile aussieht wie... Also wenn man sich so einen alten Drucker vorstellt. Ja, es ist einfach nur ein Kasten. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt. Vertraust du mir? Das schreib ihr einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das... Was ist denn ein ACC? Jetzt, pst, Account. Ach so. Ob ihr das gesehen habt bei der Vorstellung, bei der E3. Und es sieht einfach nur behindert aus, würde ich sagen. Also sowas ist kein Schmuck fürs Wohnzimmer, wie ich finde. Geh mal hoch zu Fiora. Ja, das sind so eine Frage. Ja. PlayStation 4, muss ich sagen, habe ich mir auch ein bisschen mehr Design vorgestellt. Die sind echt Idioten, muss man echt mal sagen. Ich kann ihnen nur ein bisschen helfen. Ich finde, die PlayStation 4 sieht aus wie so ein Leitsordner. Was begehrst du? Okay, sauber. Ich gut. Zurück zur Xbox One. Was ich auch gehört habe von der, also ich glaube bis jetzt nur Schlechtes gehört von der. Wirklich. Also ich habe nur Schlechtes gehört. Geh mal runter zum Tower, da gibt es 2 Easy Kills. Von der Xbox One habe ich nur Schlechtes gehört. Zum Beispiel. Ghost. Ghost! Hab ich. Nice. Idiot. Yay, hast du das Blut? Easy. Gut, genau. Zum Beispiel habe ich gehört, dass man ohne Internet das nicht spielen kann. Das heißt, man kann ohne Internet keine Spiele spielen. Und so viel zum Thema Online-Zwang. Oh, helf mal unten bei Xensau. Warte, du geht da nicht. Nein, geht er nicht. Der greift da unten gerade an. Glaube ich kaum. Sieht nur so aus. Guck, ich wusste, der geht da lang. Und jetzt komme ich von hinten hier voll pro-like. Das ist, wie ich finde. Und deine Aura! Und deine Aura macht übelst Damage, also die E. W, meine ich. Mega krass. Liebe Scheiße. Aber der Tod ist fertig, also. Ja, schon übel. Und Aura macht derbe Damage. Nutzt die. Geh unten rum. Geh unten rum. Geh oben rum. Haha, nice. Ich bin einfach der beste KS-Noob ever. Aber übelst. Schreib mal Srü vor KS, die sind ja ganz gut drauf. So, Xbox One, wie gesagt, ganz neue, also was ganz Neues in Sachen Online-Zwang. Weil... Was ist denn bitte eine Spielkonsole, die man nicht offline spielen kann? Ich eine weiß Xbox es nicht. Xbox One. Ja, eine Xbox One, genau. Dann auch noch total beschissen, wie kann man seine Konsole und nur zurückstufen? Ja, warte. Wie kann man seine Konsole nur zurückstufen? Mach deinen. Ach gut, ist jetzt zu dumm. Warum hat er dich nicht gekillt? Der hätte mich nicht gekillt, der ist Level 1, ich bin Level 3. Ja, bestimmt. Verstehe ich auch nicht, wie man seine Konsole als Microsoft zurückstufen kann. Also kauft man lieber eine PlayStation 4 oder kauft man lieber eine Xbox One, deine Aura. Das macht so krass damit. Fuck, das war nur ein wenig. Der ist aber intelligenter Twist. Ich glaube, der denkt, die stoppt irgendwann die Idee. Das heißt, was kauft man lieber? Meine Frage, eine Xbox One, also eine Xbox 1 oder eine PlayStation 4? Wie witzig. Ja, was heißt ich mein, wie witzig? Die haben schon 360. Ich finde es ein bisschen traurig, dass PlayStation jetzt so konkurrenzlos, also nehme ich an, konkurrenzlos durchkommt. Allein auch schon durch die Tatsache, dass die Xbox One kostet, wie viel? 600 Euro? 500? 600? Und die PlayStation kostet 400. Na, also entschuldigt uns, wenn ihr Scheiße erzählen,
dann schreibt es einfach in die Kommentare, wie gesagt. Ich richte es Tobi dann aus. Und dann greift man doch lieber zu der PlayStation für 400 Euro. Auch wenn die besser, die klingt besser, die ist spielerisch besser. Das wurde ja auf der E3 getestet. Das Gute, was es sozusagen bei, was die Xbox so ausgemacht hat, war ja bislang die gute Grafikqualität. Problem an der neuen ist, was heißt das Problem? Obenrum. Mach mal deinen Taunten. Gut. Problem ist, wie gesagt, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Die Grafik war bis jetzt das Gute. Und das ist bei der neuen, wie man getestet hat gestern, die ist grafisch ungefähr gleich gut. Klar ist sie immer noch ein bisschen besser, aber jetzt nicht so merklich, dass man dafür 300 Euro ausgibt. Und wie gesagt, ist nicht besser wie die PlayStation 4. Deswegen würde ich sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass Microsoft jetzt mit dieser Xbox in dieses, na wie heißt es, Multimedia-Ding geht. Also die machen jetzt eher so ein bisschen Apple TV. Apple TV. Genau. Ha, das schneidet er drin. Unten, pass auf, Dixin. Ghost. Hau noch drauf mit deinem Taunt. Geht auch auf Versailles übrigens. Ich weiß. Alter, wie sie die alle machen. Und hin mit deiner Aura. Aber noch nicht zu früh, die geht auch auf Versailles. Ich weiß, gut. Meine Fresse. Das ist deine Ulti. Genau. Die gehen jetzt eher so, sag ich mal, Fernseher oder vielleicht kennt es auch jemand von euch, Dreambox-mäßig so. Finde ich schade. Was, Dreambox? Nein, nicht die Dreambox. Ja. Was, nicht die Dreambox? Ich dachte doch die Dreambox. Du hast doch gerade schon Dreambox. Ja, aber... aber nicht die Steambox. Nee, nicht die Steambox. Ja, wirklich. Wieder kassiert. Wirklich. Geh mal weg, das 2200 Gold. Echt? Oh, wusste ich gar nicht. Und ich würde sagen, zum Zocken ist die PlayStation mittlerweile einfach besser. Der Controller liegt besser in der Hand. Klar sagen jetzt viele, der Xbox-Controller sieht so genial aus, aber muss ich auch sagen, der sieht auch besser aus. Aber wer kauft denn eine Konsole nach einem Controller? Frage ich mich. Und tust du das nicht? Ach du, tust du auch? Ja, okay. Na klar. Nein, pass auf. Ja, okay, du hast Ulti eigentlich. Sollen wir? So. Aura. Nein, Mann. Warum nicht? Kostet eh kaum Mana. Ja, geht doch mit der Aura auf. Nein, die Aura bist jetzt immer auf 3. Ja. Das glaube ich doch vom Aura. Das heißt einfach nur Wildfeuer. Ja, Wildfeuer. Fuchsfeuer. Es gibt doch einen Skin, der ist Fuchsfeuer. So, runter. Hast du mal dieses hässliche Ding? Jetzt fang mal hier ab, der läuft hoch. Nein! Ich fang hier. Gut. Super gemacht. Okay. Taunten und dann Ulti drauf. Genau, jetzt taunten. Ulti! Chill doch. In die Richtung geht's mit ihm. Darf ich dir was sagen? Ich hab eine Maske. Genau. Oh, unaufhaltbar. Habe ich was verpasst? Wer schon aufhaltbar? Xen ist da in der Mitte noch. Ich weiß, der kommt jetzt hoch. Ich weiß, ich komm hoch. Ich bin blind, weißt du? Ich glaube, er steht hier. Was läuft denn da? Scheiße. So, genau. So viel dazu. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Sammy und ich sind der Meinung, die Xbox One sieht einfach aus wie ein Toaster. Also wenn es wirklich zum Toaster-Upgrade noch geben sollte, zu dir, dann passt noch schön.